Hallo und herzlich willkommen zur Festival-Spielliste. Mit dabei heute Max Jager und Nordi B. Letzte Woche keine Festival-Spielliste gemacht und heute ein bisschen früher. Mal anders, aber wird bestimmt auch lustig. Nordi ist der Lead und ich würde sagen, Nordi sagt einfach, wenn es losgeht. In der Zwischenzeit gucke ich schon mal hier, was hier Blitzer ist oder so. Da oben. Dass Nordi das rausgesucht hat. Nordi sagt ja bestimmt Bescheid, wenn er startet. Naja, ich meine, ihr müsst ja sowieso nicht annehmen. In einer Minute 30 startet die Prüfung. Das ist doch super. Also, was ist Prüfung? Prüfung ist 1990er Jahre auf A800. Ja, ich mach da wieder, hast du oder hast du nicht? Ja, eben. Straße? Müsste Straße sein, ja. Warte mal. Ja, Horizon Apex ist angezeigt. Gut. Das ist das Einzige, was ich wissen wollte. Hauptsache, ja. Sag mal, was es ist, damit ich Auto irgendwie passender wählen kann. Da gibt es ja viele Sachen zur Auswahl. Ich denke mal, so ein TVR Griffith oder ein TVR Sagaris, wobei Sagaris ja eher auf S1 ist. Ja, man wird schon was finden, also ich glaube, meine ich ja. Ja, my bad. Na, ist ja auch egal. So, Blitz habe ich auch schon abgeschlossen. Wie lange noch? 24 Sekunden. Also bitte einmal in die freie Fahrt zurückkommen. Ja, bis dann schaffe ich den nicht mehr. Läuft sehr synchron. Es sind bei mir nur noch jetzt 10 Sekunden. Ja, bei Nordi auch, aber man muss ja auch sprechen und beim Sprechen vergehen ja auch ein paar Sekunden, ne? Nein. Nein? Nein. Ah, okay. Nordi redet so schnell. Los. 5, 4, 3, 2, 1. Frohes Neues. Prüfung wird gesucht. Wir haben keine netten Randoms dabei. Und selbst wenn, ab hinter die Bande damit, wenn sie sich rauscrashen. Und wenn nicht im ersten, dann spätestens im zweiten Rennen. Wir sind hier ein Pre-Made-Team. Außerdem haben wir es on-stream, können es klippen und an die Race-Control von Forza Horizon schicken. Ja. Dann haben die erstmal für ein bis zwei Wochen Pause. Wenn man Langeweile hat, kann man das bestimmt tun. So, was hast du gesagt? Straße? Straße A800. Ich nehme ein absolutes Grip-Bild. Geht mir genauso. Allrad-Grip-Bild auf dem Nissan 240 SX SE. Ich habe den Lotus Elise. Ja, okay. Nalak oder Nalak? Ich nehme Nalak. Ich habe, glaube ich, Tuning von Maxi drauf. One Presenter. Nee, ich nehme lieber die Nordi B-Tunings. Ich habe ein Tuning auf Road, das weiß ich, und ich habe, glaube ich, noch welche von dir, aber auf Dirt habe ich gar keins. Weißt du eigentlich, wie gemein meine Freundin ist? Wie gemein ist sie? Sie bringt mir eine Milka Oreo Sandwich Schokolade mit und legt mir die hier hin und weiß, dass ich jetzt streame und die nicht jetzt essen kann. Also so, Mikrofon hoch, kurz 5 Minuten die Klappe halten, dann ist die Tafel auch weg. Oder nicht? Nein. Oh, wir haben einen dabei, der das nicht gecheckt hat, dass man auf A800 tun soll. Wir haben mindestens einen Schwitzer in der Gruppe. Nö, ich schwitze nicht. Ach, wer sagt denn, dass du gemeint warst? Schneller, René. Alter, ja. Das ist mein Lieber. Jawoll. Jo, werden wir erstmal alle durchgequetscht. Oh, ich mach das hier vorne. Alter, gib mal Gas mit deinem scheiß Escort, Junge. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also mit Allrad bin ich da voll gut weggekommen. Ich wurde erstmal voll gegen die Wand geschoben. Ebenfalls. Ja, das sind halt Randoms, die können nicht fahren. Nee, ich glaube, das hat gerade nichts mit Fahren zu tun. In der Woche ist das sowieso immer so. Es ist genauso wie bei Horizon Tour.
Warum gibt es keine Kontaktstrafen? Ja, oben ist es ja noch halbwegs vernünftig durch das Highspeed-Ghosting, aber selbst da können sie dich halt, wenn sie ebenso schnell fahren wie du und dir nicht zu schnell reinkommen, weil du abgebremst hast, können sie dich auch rausschieben. Perfekt, die Kurve habe ich ja komplett Mist genommen. Naja, egal. Klebt mir da etwa ein Max Jäger hinten dran? Hallo. Ich versuche die Kurve zu nehmen. Ja, alles kommt gut. Dich rum. Ich habe Grip genug, du kannst mich ein bisschen als Bander benutzen. Das Auto fällt sich so, als hätte es wirklich gar keinen Grip, nur Leiste. Bremst. Ohne Lockup. Okay. So, Jung. Steve Rocha, 23, komm mal her. Das fällt auch ganz komisch. Hier muss man nicht bremsen. Und da fliegt man. Sorry. Oh, ich höre jetzt schon das Miauen von Max. Was hast du gehört? Ja. Hä? Obwohl du eigentlich relativ weit weg bist. Ah, oh, Junge. War der Cosworth nicht Serie? Ja. Wie kann der mit mir mithalten? Mein Spiel ist abgeschmiert. Herzlichen Glückwunsch. Ich würde sagen, wir fahren es aber trotzdem zu Ende. Dann können wir, wir Max zum Schluss nochmal. Dann zum Schluss nochmal. Aber wie? Ah nee, der Escort ist nicht Serie. Der Hunigen Kossi ist Serie. Ich habe es verwechselt, weil es beides gleich aussieht. Okay, nee, ich habe schon gedacht, warum der so schnell hinter mir ist. Ja, Max Jager hat geleftet. Das ist. Ja, wir haben trotzdem. Dieser Max Jager, weißt du? Hey, aber immerhin. Nach dem nächsten Rennen weite ich dich dann wieder oder du trittst einfach bei. Aber nicht so dolle, sonst tut's wieder weh. Ach, das Spiel wird immer schlechter. Ja, also. Max, ne? Ich hab ja gehört, dass Forza Horizon 5 das Spiel des Jahres 2021 ist. Jetzt klaut er mir schon mal einen Spruch. Ich muss trotzdem nochmal sagen, Forza Horizon ist das Spiel des Jahres 2021. Kein Grund hier zu Rage quitten, Max. Es tut mir leid, wenn mein Spiel nicht so hat. Ja. Du kannst das nicht aufs Spiel schieben, das ist das Spiel des Jahres. Also das ist ausgeschlossen, dass es hier Fehler gibt. Nee, in welchem Jahr leben wir? 2023. Gut, dass das 2 Jahre her, wo das Spiel released wurde. Ja. 2 Jahre. Ja, ist halt kein Neuwagen mehr. Warte mal, 2021, das ist im September oder November released worden, heißt 2 oder... Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September. Zählt ihr jetzt ernsthaft die Monate? Ja. 2 oder 3 Monate war das Spiel des Jahres. Schaffen andere Spiele länger. Ja, ist halt wie ein Neuwagen, ne? Ich klatsche das mit Neuwagen, ey. Neuwagen muss nach 3 Jahren auch zum TÜV, da kommen die ersten WWchen. Bei Forza halt schon ein bisschen schneller. Ist halt nicht wie Neuwagen, ne? Ja, ein Neuwagen hält auch 20 Jahre, solange spielt es ja Forza Horizon 5 nicht. Ja, oder? Nee. In 20 Jahren werden wir sagen, Alter, war das noch eine Optik, eine Grafik, wie schlecht war die damals und wir haben sie gut gefunden. Genau das gleiche, was man heutzutage über die Spiele von vor 20 Jahren sagt. Vor 20 Jahren warst du beeindruckt, als dann Farbe in die Spiele gekommen ist.
So, René, wo ist San Juan? Ja, gibt's ein Video drüber. Nee. Doch? Nee. Wo ist ein Toyota? Da. Laden leer, oder? Einladen, ihr könnt mich einladen, wenn ihr fertig seid. Fertig. Mhm. Guck mal, kaum bist du nicht da, Max, bin ich Erster. Liegt am Team. Ja, das liegt halt wirklich daran, dieser Del Valle. Ich weiß nicht, ob man das im Stream sehen konnte. Der meinte gerade eben erstmal die KI gegen mich zu drücken und ich habe dann erstmal schön eine Forsa-Kante. Ja, so ging es mir in der ersten Runde auch. Kleiner Fun-Fact, ich bin jetzt trotzdem vor ihm. Aber der fährt auch wirklich wie so ein besenkter Heini. Also der nimmt jede Wand mit, jede Walle, ist das nicht auch ein Kurve. Ist das nicht auch ein YouTuber? Jetzt hat er mir, ist das dann mir hinten reingefahren. Ja. Ja, keine Ahnung, in seinem Video, wenn er das streamt oder sowas, sieht man ja, dass er mir gerade auch wieder frontal als mich als Bremse in der Kurve benutzt hat. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass der das ist. Du kannst ja einfach den Namen nehmen, aber der wird das da abgekupfert haben, weil sonst hätte er nicht die X davor. Weil der Originalname wird vergeben gewesen sein, weißt du? No. Trotzdem habe ich gerade meine Bildschirmaufnahme gestartet. Zwar ohne Ton, aber trotzdem. Das wird nachher auf YouTube als nicht gelistetes Video hochgeladen. Und dann geht das an den Forza Support. Das ist mir egal. Ich lasse mir von solchen Leuten nicht den Spielspaß nehmen, nur weil sie meinen, hier in Rennen, egal ob jetzt kompetitiv gegen andere Spieler im Open oder halt auch hier in der Festivalspielliste andere Leute einfach rausköschen zu müssen und ihre Rennen zu versauen. No, die ist böse. Nö, ich bin nicht böse, aber das verstößt tatsächlich gegen die Forza Terms of Services im Multiplayer-Bereich, wenn man sich dort unfair verhält. Das ist halt eine Base for the Rise von Prüfung, glaube ich. So ist das, da gibt es immer mindestens ein oder zwei Leute, die ran. So, abgeschlossen. Ja, zum Glück. Hat der mich noch überholt? Nee. Das sah nur so aus im Endskin. Also dieser Töp, du, der war, also, tut mir leid. So. Clip gespeichert. Laden wir erstmal den lieben Max Jager wieder ein. Ja, bei mir, ich bin noch nicht mal rausgeladen. Ich auch nicht, deswegen kann ich ihn noch nicht einladen. Nur jetzt. Ja, zum Glück jetzt ohne Randoms. So, freie Fahrt. Da kann man dann auch wieder den lieben Max Jager einladen. So. Was nehme ich denn zum Auto für den Wegbereiter? Ein Rimac Concept 2. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Oder den CK GTR. Das ginge auch. So. Als nächstes gibt es die Saisonmeisterschaft Straßenblitz. Weil du kannst den auf Mitte S2 mit Offroad-Rädern als gutes Power-Build für Stunts nutzen. Habt ihr das gehört? Hast du dann gleich... Hast du da ein Tuning für? Ja. Was hast du gesagt, Nordi? Mit Straße oder auf
Straßenbits fängt in Boskedelsür an, ist tatsächlich dieses Nachtrennen, also gegen KI. Gegen KI mit Verkehr, so rum. S1 900 Retro Supercars. Ja, werde ich was haben. Aber ich lass mich noch kurz René das Tuning geben. Ja, klar. Für den einen oder anderen Stream-Zuschauer ganz interessant. Ich schick dir oder ich sag dir einen Code. Ja, mach. Wenn ich. Wieso kann ich hier keinen Code haben? Hallo? Imax will mit Code spielen. Search Tuning. Ja. Gib den Namen ein. Ja. C. Was? C. Ja. Y. Y. Nein, nur Y. Okay, ja. Z Y N A. Ja. M O. Ja. N. Ja. 21. Das könnte ich auch nicht aussprechen. Dynamon 21. Habe ich nichts gefunden. Auf den Code. Wow. Wie finde ich denn den Code? Bin ich zu blöd? Auf welcher Klasse ist das? Auf S2. Oh, ich schreibe dir mal den Namen auf Discord. Hab ihn dir geschrieben. Warte mal, geh mal zurück. Z, da war doch gerade einer mit ZY. Noch ein weiter. Nee, nach rechts, René, nach rechts. Mit C, nicht Z, ne? Ja, klar, aber wie gesagt, er soll mal durchgucken. Das war doch nicht. Gut, habe ich mich getäuscht. Kannst aber auch, was gibt's hier? Gibt's bestimmt mehrere Tunes, nicht nur von ihm. Muss auch im richtigen Bildschirm schreiben. Ja, jetzt habe ich auch was. Irgendwo einen Fehler gemacht. Und welches davon? Das auf 957. Wenn es da mehr gibt, ist es eigentlich relativ noch egal. Zwei. Nimmst du eins davon? Ich würde das neuere nehmen. Ja. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Weil der hat die wahrscheinlich auch nur unterschiedlich benannt und hochgeladen. Würde ich jetzt mal so drauf tippen. Ja, das hat auf jeden Fall Offroad-Reifen. Und das Ding fährt 450 auch, also für jeden PR-Stand aus. PR-Stand? Ja, Blitzer. Geht da eigentlich auch. Kurven mag er noch nicht. Seid ihr bereit für das nächste Rennen? Na, warte kurz. Neue Bestzeit. Danke. Jo, wäre ich. Gut. Dann natürlich nur Kolonne einladen. Die Saison-Koop-Sitzung wird gesucht. Die Sitzung wird beigetreten. Willkommen bei Straßenblitzer. Oh, was nehmen wir? Oh, 900, da habe ich ja ein Auto. Ist vielleicht ein kleiner Spoiler, nehme ich trotzdem. Und wenn ihr wissen wollt, was es mit dem Auto auf sich hat, ich kann es euch nicht verlinken, weil das Video gibt's noch nicht. Also, geben tut es schon, aber das ist noch nicht veröffentlicht. Aber ja, ich kann nur sagen, abonniert und haltet die Augen offen. Dieses Auto wird demnächst nochmal auf einem Thumbnail sein. Und da dürft ihr gespannt drauf sein. Nur die lacht, der weiß schon, was damit passiert. Ja. Ja, gut. Wenn ihr jetzt heute und morgen und so ein paar Videos guckt, die auf meinem Kanal noch kommen,
dann könnte euch Sonntag noch ein Hinweis gegeben werden, was mit dem Auto passiert. Oh Gott, wird angeschoben. Und vor allen Dingen, warum dieses Auto auf 900 ist. Einfach die KI für die Kurve benutzt, ich schieb dich mal weiter. Oh je, diese KI, ey, leg mal am Arsch. NPCs. Ja, der war geghostet und dann war er auf einmal direkt vor mir. Ich bin volle Kanne reingefahren. No, wie jetzt noch hast du eigentlich den Teamuster verlassen und bist wieder gejoint? Ja. Damit du Free Agent wegbekommst? Ja. Wieso machst du nicht Guest? Please? Weißt du, wie lange das dauert auf dem Teamboss, bis da mal jemand was macht? Außerdem kann ich doch Hawk Dings machen. Naja, ich bin ja noch kein Teamboss Mitglied von GRG. Ich bin ja derzeit nur Clubmitglied, Tuner und Freund. Mhm. Oh, hab ich. Hast du dir eigentlich schon mein Event angeguckt? Ich habe auch da unten reagiert drauf, was du da wolltest. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe mir noch nicht angeguckt, wer da schon alles drauf reagiert hat. Ich, Westy, also No Name und noch irgendeiner, glaube ich. Könnte ja René auch mal mitfahren. Habe ich ihm auch schon gesagt, dass er das machen soll. Es sind jetzt aber tatsächlich statt 12 nur noch 7 Autos. Ich habe im späteren Verlauf auf den Strecken, ich bin ja nochmal Test gefahren, auf den richtigen Strecken und nicht auf meiner Teststrecke, habe ich halt festgestellt, dass da halt einige Autos doch nicht mehr mit reinpassen. Weil die Autos, als die Idee damals aufkam und als ich die Tunings für die Fahrzeuge vorbereitet habe, war das Ganze ursprünglich mal für was anderes gedacht. Mhm. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, über was Max und Nordi hier gerade nebenbei reden, dann müsst ihr einfach mal auf den Link gehen, unter dem Video oder auch hier bei Twitch unten, den Link zum PXH Forza, zum Forza Horizon Germany Discord, so ist es richtig, benutzen und euch da mal ein bisschen umgucken und vielleicht findet ihr dann da was. Oder Nordi sagt euch jetzt, wo ihr gucken müsst. Ich gebe euch mal einen kleinen Spoiler. Der Channel, in den ihr reingucken müsst, der heißt FHG-ITM. Das ist die Abkürzung für Forza Horizon Germany's internationale Tourenwagenmeisterschaft. International, weil es Autos aus aller Welt sind. Und Tourenwagen, weil der Begriff einfach so schön ist. Die Fahrzeuge haben eigentlich nichts mit Tourenwagen zu tun, weil Tourenwagen sind rein nach Definition Serienwagen, die auf der Rennstrecke gefahren werden. Mit so ein paar Aero-Teilen. Aber müssen mehr Leute mitfahren. Ja, da kommen ja auch noch ein paar. Also so. Die Standard-Clique ist dabei. Ich selber fahre auch mit. Nee, dann will ich nicht. Du bist zu gut. Ich bin nicht gut. Warum muss die Straße jetzt nass sein? Weil trocken wäre trocken. Ja, aber du hast auf dem Wagen was für Reifen, René? Nicht die optimalen fürs Wetter. Ja. Und ich habe Full Slicks drauf. Ich habe zwar Allrad, aber ich habe Full Slicks. Oh, diese KI, Alter. Außerdem, warum soll ich mich da dran erinnern? Hä? Oh. Nordi, weißt du da irgendwas, was du... Wow. Willst du etwas spoilern? Nein. Aber die Zukunft. Zeitblase Deluxe und so. Och, ah. Wieso ist es nass? Den habe ich nicht bekommen. Stell dir vor, es ist Herbst, Hashtag Regensaison. Ist mir doch egal. Ich mag keinen Regen. Ja, für Regen ist der auf jeden Fall nichts, der Wagen.
aber im Trockenen, ja. Das ist ja toll. Ja, im Trockenen ist das Ding einsame Spitze, vor allem auf Rundkursen. Du fährst den jetzt natürlich aber auch auf Sprintrennen, ne? Ja. Also das, was da drauf ist, ist ja eine Rundkurseinstellung. Dem fehlt halt einfach der Topspeed und damit einhergehend die Einstellung für schnelle, lange S-Kurven, wie hier auf der Straße jetzt zum Beispiel. Da musste ich mal kurz runter in den vierten, wenn ich mich verbremst habe. Kommt mir random eben rückwärts entgegengerollt, beziehungsweise ein KI. Naja, das machen KIs. Herr Bademeister, da drüben ist ein Hai, ein Kind. Naja, das machen Haie. So, damit wäre das nächste Championship-Rennen auch abgeschlossen. Ich hab mal eine Frage. Solltet ihr während des Rennens feststellen, dass euer Hintermann wesentlich schneller fährt als ihr selber, so habt ihr bei nächster Möglichkeit abstandslos an euch vorbeizufahren. Zu lassen, das ergibt keinen Sinn. Weil in einem Rennen musst du ihn ja blocken. So gut wie es geht. Naja. Aber wenn jemand bei dir hinten angekachelt kommt und du den absichtlich ausbremst, ist es halt ein Regelverstoß. So. Damit ist das halt gemeint. Das sollte eigentlich. Aber ich meine halt, wenn ich ja, in der Kurve oder sowas, ist das halt klar. In der Kurve nehme ich meine Linie. Wenn ich dich dadurch blockiere, hast du Pech gehabt. Musst eine andere Linie fahren, wenn du schneller bist als ich. Aber auf der Geraden, mal angenommen, du fährst mit 250 hinter mir her. Und ich pichel da mit 230 lang und ich fahre die ganze Zeit Schlangenlinien, um dich abzublocken. Auf einer Geraden. Ja, also das ist verboten. Ich weiß, ist immer nur ein Seitenwechsel erlaubt. Also ich kann einmal nach rechts machen, aber es darf halt kein Kontakt zwischen den Fahrzeugen bestehen. Ja, das ist halt mit den weiteren Regeln auch ausgeschlossen. Also wie gesagt, da steckt schon ein durchdachtes Konzept hinter und wenn man sich die Strecken mal anguckt, weiß man auch, worauf ich anspiele. An Racing Heaven? Nein, überhaupt nicht. Mit Racing Haven hat das Ganze gar nichts zu tun. Es sind ganz andere Autos als ganz andere Aufbaute. So, was möchten wir als nächstes fahren? Moderne Rallye-Autos oder unbegrenzte Buggies? Überrasch mich. Oder frag Max. Nö, das geht über. Das wäre jetzt auch das, was ich gefahren hätte. So, teleportiere ich mich da mal fix hin. Geht das eigentlich immer noch wie im vierten Teil, dass du mit der Starttaste direkt über die Festivalspielliste an dem Rennen teilnehmen kannst? Müsste ich gleich mal im nächsten Rennen ausprobieren. Ja, seid ihr bereit? Ich fühle mich bereit. Auf E700. Gut, dann wird die Saisonkurbsitzung jetzt gesucht. Die Sitzung wird beigetreten. Buggy Bugwelt. Oh Gott. Irgendwie diese Leute von Forza, die sich diese Wortwitze ausdenken manchmal, ne? Die gehören echt geschlagen. Buggy Bugwelt. Forza Bugwelt. Das auch. Ja, für welche Fahrzeuge habt ihr euch so entschieden? Alumikraft. Okay. Ich weiß es nicht. Ja, also ich fahre den Exocet. Leicht, schnell und wendig. Ich finde, Buggys sind nicht so gut umgesetzt in Forza, aber ich glaube, da bin ich auch nicht alleine mit der Meinung. Tatsächlich die neu ins Spiel implementierten Buggies durch das Rally DLCs, die sind gar nicht mal so verkehrt. Außer der Polaris RZR
ZR, was auch immer, Raute, schieß mich tot, was auch immer. Der ist komplett schlecht, weil das ist einfach so ein komischer Buggy, der fährt gefühlt 100 km/h und hat zwei Gänge und das Ding kannst du nicht vernünftig tun. Ich fand nur was untermotorisiertes. Ja, ich habe tatsächlich mal mir heute zur Rate gezogen, die Festivalspiellisten-Tuning-Liste von Saeno. Einfach mal zum Ausprobieren. Zumindest bei den Fahrzeugen, wo ich keine Tunings, beziehungsweise bei den Koop-Meisterschaften, wo ich keine Tunings für gehabt hätte. Jetzt wie B700, die beiden. Und das auf der Rallye-Map in C600. Da musste ich halt schauen. Hallo Knut! Grüß dich! What's Ghosts? Oh, fehlt jetzt, würde ich dich hören, würde ich dich hören, hättest du das gesagt, wette ich mit. Ah, ich höre eine Katze. Hallo. Wie man einfach mit diesem Auto jede Kurve vollnehmen kann, weil es keine Leistung hat. Schon irgendwie traurig. Wieso traurig? Schon die Bremsen. Ja, aber wer später bremst, ist länger schnell. Außer macht Bremsen die Felgen dreckig. Ja, die Matschepumpe, auf der wir gerade gefahren sind, aber auch. Okay, mein Spiel denkt sich kurz, bevor ich durchs Ziel fahre, es gibt ein Standbild. Genau in der Ziellinie. Ja, und dann ist es bei mir abgeschmiert. Disconnected tatsächlich. Ist jetzt ein Speed-Dead? Ja. Siehste, bei mir genau das gleiche passiert. Perfekt. Ja, dann. Die Leute im Stream uns jetzt erstmal im Hintergrund und du startest dein Spiel immer neu. Dann fahren wir das gleich im Hintergrund nochmal. Jo. Ist ja nicht wild. Aber ich meine jetzt, das eine Rennen komplett wegzuschmeißen. Ich meine, das ist ja unsinnig, bis du das Spiel gestartet hast. Fahrt's erstmal fertig. Ja. Ja. Das sind ja in der Regel auf. Können ja auch weitermachen. Rein theoretisch müsste ich auch so die 40 Punkte vollkriegen. Ja, 1000%ig. Also, von daher. Also ja, in der Regel, halt wenn du die Standard-Map-Sachen machst, sprich Prüfung etc. pp. Auf der Mexiko-Map hast du in der Regel 48 Punkte, wenn du die Monthly Rivals gefahren bist. Ja, ja, bin ich. Und ich habe ja auch die Spiele Schatzsuche schon. Nee, gar nicht Schatzsuche, war es ja nicht. Sammelobjekte und Dings, Fotos schon und... Ja, wie bist du eigentlich so schnell zu den Sammelobjekten gekommen? Hattest du da einen spitzfindigen, heißen Tipp bekommen oder sowas? Nö. Nee. Naja. Meinst du nicht, dass ich sofort erkannt hatte vorhin, dass das der Horizon, dass das naja. Horizon ist und dass das dann naheliegend ist, dass die ganzen Helme auf dem HMC stehen? Vielleicht. Darfst du alles verraten? Darfst du nicht spoilern? Das ist ja kein Spoiler. Ich finde das schön, wie die KI vor mir den Weg frei macht. Jetzt wird sie vor mir schön rausgedrückt.
Junge, der will das aber wissen auf der Geraden. Danke, Forza Aero. Danke. Willkommen zurück, Champion. Bin dann auch wieder im Spiel. Perfekt. Wir sind aus der zweiten von drei Runden. Die Forza Aero hat mir gerade den Popo gerettet. Mit der Forza Aero hinten habe ich noch ganz eben den Checkpoint in der Kurve erwischt. Ja, hier stehen Stühle. Wieso sind das Stühle? Wer sitzt sich bitte denn hier hin, ey? Vor allem bei dem Wetter. Danke, dass du mir alles aus dem Weg räumst. Ja, das hat der Vorfahrende meistens so an sich, dass er dem, der dahinter kommt, das alles aus dem Weg räumt. Ich habe übrigens gleich den ersten, beziehungsweise den achten Platz überrundet. Und zwar genau jetzt. Und gleich auf den siebten. Ja, das ist echt Braindead heute, also. Manchmal fragt man sich, was das für Lobbys sind. Naja, das sind Bots, was erwartest du? Die sind maximal auf, was war das, highly skilled, also sehr erfahren. Bei nächster Gelegenheit. Ja. Wäre das eine Prüfung Cross-Country oder sowas, das wäre schon ein bisschen anspruchsvoller, weil da ist die KI auf unschlagbar meistens ziemlich ekelhaft. Vor allem, wenn es dann so eine S1-Geschichte ist, wie das eine Mal war, wo das in die Horizon Wildlands gegangen ist, in Season, oh, lass mich lügen, 16, 15, wo sie den Arctic Truck das zweite Mal reingebracht haben. Als harter Feind. Das war ekelhaft. Habe ich auch zwei Anläufe für gebraucht tatsächlich, aber auch nur, weil unsere Teammates absolut blöd waren. Yay, ich habe einen KTM Expo Air, den wollte ich schon immer mal haben. Alter. Was denn? Ich könnte euch mal wieder beitreten. Das ist im Ladescreen. Der Controller mal buggy. Ja, ich lade dich sofort ein. Bin schon beigetreten. Achso. Ja, moin. Okay. Gelegenheit. Ja, dann würde ich sagen, schnacken wir nicht lange weiter. Eine Minute gibt mehr. What is worth hearing it is. Ist das eine Stockmeisterschaft? Von mir aus kann man starten. Ne, moderne Rallye-Autos sind diesen Monat. Ich hab doch dafür vorhin ein Auto fertig getunt. Du hast dein Ziel erreicht. Also es geht tatsächlich auch, wenn du es über die Festivalspielliste mit der Starttaste machst, dabei hat mir das Auto gerade nicht angezeigt. Warum nicht? Moderne Rallye-Autos, B700. Ist es doch. Ich steig vorsichtshalber einfach mal ein, wenn Forza irgendwie wieder rumbackt wegen irgendwas. Oder ist es wieder so ein Tuning, was in der Dings als B700 angezeigt wird und wenn du es im Pausemenü oder Rennen hast, 701 ist? Nee. Ist es nicht. San Juan, wir brennen. Bei nächster Gelegenheit. Nur mit der Kolonne. Saisonkorb-Sitzung wird gesucht. Ich hab's nächste Saisonziel abgeschlossen. 40 oder was? Hm? Oder die 20? Nee, die Blitzerzone. No. Ja. Ich hoffe, ihr seid alle ins Rennen reingeladen. Ja. Gut. Ist das Dirt? Ja, es ist Dirt. Okay. Aber das La Selva Grip Rennen ist ja das mit den,
ich sag mal, kleinen Unebenheiten im Fußboden und dem Wasser, da brauchst du halt schon fast einen Cross-Country-Aufbau drauf auf der Strecke. Zumindest hohes Fahrwerk, bessere Federn. Weil nämlich tatsächlich durch bessere Federungseinstellungen, das habe ich festgestellt, wirst du weniger geslowt durch das Wasser. Ah, oh, ich liebe es, wenn Leute mich zu einem unpassenden Zeitpunkt anrufen. Hallo Letni, herzlich willkommen. Hallo. Wie geht's, wie steht's? Vom Bord, weg da. Oh, Scheiße. Sorry. Alles gut. Allrad und Offroad-Reifen, das passt schon. Ich hab gedacht, der Checkpoint ist weiter innen. Und nochmal sorry. Alles gut. Stehst immer so schön. Guck mal, wäre ich jetzt nicht abgebremst, hätte ich dich volle Kanne in die Bande reingedrückt. Du bist ja gerade aufgewacht? Du hast dich nochmal hingelegt, oder hast du seit jetzt gestern Nacht durchgeschlafen? Ich wollte schon sagen, Letni ist aber ein ganz schöner Frühaufsteher. Sag das mal dem lieben Nordi. Aber ich war auch bis 10 Uhr heute Morgen noch am Werkeln, also von daher... Dann habe ich ganze 4 Stunden geschlafen und dann hat René mich aus dem Bett geklingelt. Du hast gesagt, ich soll dich anrufen. Ja. Ich hatte aber nicht damit gerechnet, dass du das machst. Wenn du schreibst, ich soll das tun, dann... Dann mache ich das auch. Ja, ist ja auch alles gut. Außerdem konnte ich ja nicht wissen, dass du erst um 10 ins Bett bist, als du mir um 8 eine Nachricht geschickt hast. Ich gesehen habe, dass du mir um 8 eine Nachricht geschickt hast, habe ich gedacht, okay, ach, der war aber schon wieder früh auf. Ich stehe jeden Tag um 6.30 Uhr auf. Dass du deinen Tag-Nacht-Rhythmus einmal komplett weggeschmissen hast, das konnte ich ja nicht ahnen. Ja, musste ich ja machen, weil jetzt bin ich nämlich so in dieser Phase, ich bin nicht todmüde, aber ich bin auch nicht hellwach und das heißt, ich kann heute Abend wieder früh schlafen gehen. Was wiederum im Umkehrschluss dazu führt, dass ich für nächste Woche, wenn mein Urlaub vorbei ist, meinen Tag-Nacht-Rhythmus wieder drin habe. Das ist leider das Gefährliche, wenn du 2 Wochen Urlaub hast. Du zerstörst dir ziemlich schnell deinen Tag-Nacht-Rhythmus. Ja. Vor allem, wenn du dann noch in den Aufnahmesessions mit René hängst, bis zum, keine Ahnung, Gerüchte. Wie vielten Exitus. Was absolute für Gerüchte. Was heißt denn zu früh aufgewacht, Letni? Ach, das ist doch eigentlich eine angenehme Zeit zum Aufstehen. Auch zum Schlafen gehen musst du. Ja, vor allen Dingen sei mal froh, dass ich dich um 14 Uhr angerufen habe und dass ich das nicht vorher gelesen habe. Hätte passieren können, dass ich da dann so eine REM-Schlafphase hatte, dass ich nicht rangegangen wäre, weil du mich nicht wachgeklingelt hättest.
Weil ich bin so jemand, wenn ich dann gerade in der Tiefschlafphase bin, dann verschlafe ich auch Handywecker auf zwei verschiedenen Handys. Ja, neben mir könnte auch eine Bombe explodieren. Ja. 23 Uhr schlafen gehen, 8 aufstehen ist doch so okay. Muss so ausschlafen. Das war erst das Erste. Ich wollte gerade schon sagen, wir sehen uns dann auf dem Rally-DLC wieder, aber... so schnell nein. Wird das wohl doch nichts. Nein. Oh nein. Wenigstens ein Sprintrennen. Besser so. Naja, aber auf jeden Fall bist du ja jetzt ausgeruht. Was macht die KI denn da vorne, Alter? Einmal Slalom, Parkour, auf nicht. Ja gut, um 2 ins Bett, dann ist 8 aufstehen. Ja gut, dann... Dann darf man sich nochmal hinlegen. Jo, perfekt. Einfach die Wallbang. Ja, das anschieben. Stimmt, wir saßen auch noch zusammen, ja. Ja, ich saß gestern tatsächlich auch noch einen Moment länger da. Hast du den bekommen? Ja. Easy. Ich habe gestern den Rechner ausgemacht, als ich bei City Skylines mit 1,2 Millionen in Wiesen stand. Und mir gedacht hat, meine Stadt erholt sich nicht nochmal. Ich weiß es nicht, Letni. Es lief alles super. Es lief alles super. Es lief wirklich super. Dann habe ich angefangen, eine Straße auf die neue Karte zu bauen und auf einmal habe ich Minus gemacht und ich weiß nicht warum. Ich habe alles versucht, aber es ist nur weiter ins Minus gelaufen. Und irgendwann habe ich aufgegeben und zugeguckt. Steuern hoch gemacht, Steuern runter gemacht. War alles falsch. Max, ich bin vor dir ins Ziel gekommen, nur so als Info. Ich weiß. Nee, bist du nicht, im Übrigen. Hä? What the fuck? Das ist ein klarer Fall von D-Sync. Ja, vor allen Dingen bei Max ja eben eigentlich auch noch. Max hat ja selber gesagt, ne? Ja, ich hab gedacht. Ja. Ja, nee, Max hatte in der einen Kurve ganz klar Skill-Issues und paar persönliche Probleme, glaube ich, mit dem Checkpoint. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze nochmal von vorne und fahren die Prüfung nochmal. Warte mal. Oder nee, könnt ihr nochmal ganz kurz überprüfen, was euch jetzt noch fehlt, ob das vielleicht für euch doch gewertet wurde, nur weil ihr rausgeschmissen wurdet? Mir fehlen die Buggy-Rennen. Gefahrenschild und wir könnten rein theoretisch die Saisonmeisterschaft auf dem Dirt machen. Du meinst die Buggy-Geschichte? Nee, auf dem DLC. Und was da ist ja mit noch Max und der Prüfung? Da ist noch ein Blitzer und ein Rennen.
Ja, mir fehlen die Ventlabs. Ja, die kannst du mittlerweile nur noch alleine fahren. Nein, kannst du nicht. Ja, aber es backt rum. Nö. Wie du, also der Kolonnenlead, der geht da drauf, wenn alle aus der Kolonne sind, dann kannst du Coop auswählen, dann joinen wir dir nach und dann kannst du auch Coop starten. Ha, okay. Lass uns einfach auf dem Rally-DLC das Ding machen, oder? Das ist fairer. Ja, lass uns das nicht ganz so nette Ding in C600 fahren. Eigentlich habe ich mich darauf am meisten gefreut, aber irgendwie bin ich mir da jetzt nicht mehr so sicher. Mach ein Foto am Stadion. Jetzt ist die Frage, was sie am Stadion. Was sie als am Stadion betiteln. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Na, ja, wahrscheinlich meinen sie im Stadion. Ja, oder dass irgendwas vom Stadion im Bild zu sehen ist. Man weiß es nicht. Aktuell. Habe ich es noch nicht. Vorschläge für ein Fahrzeug auf C600. Ich bin für Escort. Mir egal. Ich guck, was ich habe. Im Stadion funktioniert es. Okay. Siehst du? Es steht da sogar, glaube ich. Ja, aber teilweise übersetzen sie vom Englischen ins Deutsche auch etwas falsch. Ja, also wenn du dir die Aufgabe anguckst, steht, mach ein Foto am Stadion. Wenn du es abgeschlossen hast, steht, mach ein Foto im in der freien Fahrt im Stadion. Ja. Und im Englischen steht wahrscheinlich, take a picture inside the stadium. Ja, irgendwie sowas. Wahrscheinlich noch mit Verweis darauf, da da ja die neue Ovalrennstrecke ist. Ja, und Herr Jager, wie lange haben Sie gebraucht, um das DLC durchzuspielen? Ich habe das noch nicht mal durch. Okay. Und ich habe auch kein Interesse dran. Ihnen, Herr Bitboy? Willkommen zurück, Champion. René? Ich glaube 2 Tage. Okay. Nacht- und Nebelaktion, bisschen was über 6,5 Stunden auf 100%. Seid ihr bereit für Teamarbeit? Mhm. 12 GMT ist doch für Großbritannien 12 Uhr, oder? Ja. Wir befinden uns derzeit GMT plus 1, bin ich der Meinung. Plus 2. Oder plus 2, eins von beiden. Ja, wenn für uns 12 GMT ist, für uns 14 Uhr. Entspannte Sache. So. Ach, da ist schon wieder eine Aussage, die ich nicht verstehen kann. Welche denn? We can't go that early, it will be morning, late morning for most of us. I believe Saturday should be a better option. Danke, Letney. Habe ich keine anderen Alerts an? Muss ich mal wieder machen. Was ist denn jetzt los hier? Keinen Sinn. Nordi? Weil das ist Mittag, 12 Uhr. Aber ja, Sekunde. Aber egal. Und das kannst du starten. Ich fahr Serie. Wie ich gesagt. Fest Serie. Ja, dann. Koop-Meisterschaft. Nur Kolonne.
Ja, hier ist ja auch ein Blitzer, ne? Mhm. Saisonkoop-Sitzung wird gesucht, Sitzung wird beigetreten. Tanz im Schlamm. Hm, hört sich gut an. Ich hab sogar was. Ne, hab ich nicht. Ich hab was. Ja, Billard gibt's wieder, wenn die Cam auch wieder da ist. Ich mach das die Tage mal, Letni. Wilf hat ja beide Stock. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob der Stock ist. Aber er der kommt fast an 600 ran. Stock. Der ist wirklich Stock. Eigentlich. Alter, das Auto fährt wie ein Boot. Ich glaube, das ist allgemeine Krankheit dieser Fahrzeugklasse. Nur die Klasse geht. Meiner ist sehr am Untersteuern. Meiner auch. Ebenfalls. Ich komme rechts, wenn ich das vor der Kurve noch schaffe. Nee, schaffe ich nicht. Oh doch, schaffe ich. Aber volle Kanne in die Bande. Perfekt, nämlich einfach als Bande. Ja, du warst geghostet. Von mir hast du mich reingedrückt in die Kurve und dann bin ich geghostet. Ja, sorry. Bei mir warst du die ganze Zeit geghostet. In die Wand. Bumm, ghost. Alles gut. Es geht ja einzig und allein darum, dass wir das hier in zwei Rennen abschließen. Dieses Auto, das will nicht so wie ich will. Ihr macht das da vorne, ne? Das ist schon. Solange Max nicht gleich wieder ein persönliches Problem mit dem Checkpoint anfängt, ist alles gut. Bei selbst. Ich habe persönliches Problem mit deinem Forza Spoiler. Echt? Oh Gott. Au. Das tut mir leid. mein Spoiler ist jetzt weg. Kauf mir bitte einen neuen, ja? Nein. Doch. Ich hab zu wenig Geld in dem Spiel. Tut mir leid. Hey, wenn einer wenig Geld hat, dann bin ich das. Vorsackkante. So, hier Handbremse. Einfach guck mal, wie Meter. Einfach Meter. Also ich bin ja dafür, dass wir unser Geld in Forza alle in der Mitte schmeißen. Und dann gerecht aufteilen. Okay. Wie viel Audi hast du? Ich hab noch 70 Millionen, nachdem ich gestern die ganzen Fahrzeuge für die... Und 70 Millionen Audi. Wie viel hat René? 351, so. Also 350 sind 420. Dann hab ich 660. Boah, was sind das? Das 900 eine Million 80 nicht 900. Warte mal, 600 plus ja 660.000 hast du gesagt? Ja. Plus 24 von uns. Sind eine Million 80. Milliarde
Achso, ja. 80 ja. Millionen. Und das durch 3. Da kriegt jeder 333. Ein bisschen mehr. Ja. Bin ich dabei. Also ich behalte dann einfach mein Geld, ne? Und Max gibt mir die Hälfte von seinem. Ich glaube, ich müsste dir, glaube ich, ein bisschen was abgeben, ne? Ja. Also. Ich stelle einfach 30 mal den 2008er BMW M3 rein und dann passt das schon. Dann kauft Max die eben fix raus und dann habe ich wieder Geld. Ich habe dir erst einen abgekauft, also. Ja, aber den habe ich wiederum an einem anderen User abgekauft, um ihm was zu geben. Also hast du indirekt dem anderen User Geld gegeben. Und wer ist der andere User? Agronak, einer von den neuen aus der Clique, sag ich mal. Ist aber auch einer, der eher viel arbeiten ist und etwas weniger da ist. Müssen wir noch ein Rennen fahren? Es sind immer zwei Rennen, René. Es war schon immer so, das wird auch immer so bleiben. René wird alt. Wird? Ich dachte, das ist er schon. Wie war das damals eigentlich im Trias-Zeitalter? Hat er nicht verstanden, glaube ich. Oder ich nee, sprachlos. Danke. Brauch Leistung. Digga, mach den Kopf dicht. Oh. Jo, Alter. Der perfekte, Digga. Der geile CP bist, Alter. Die ja, scheiß bei okay, ihm. Okay. Nordi sieht aus wie ein Modder bei mir. Ich sehe aus wie ein Modder? Ja, du hast mich gerade die NPCs unglaublich weit weggeschoben. Ich wurde von den NPCs weggeschoben. Hä? Oh, geil. Da habe ich ein CP gemisst, dann ist mir einer hinten reingefahren und ich habe mich einmal komplett gedreht. Perfekt. Passt doch. Aber for safety reasons, auch hier wieder Aufnahme gestartet. Einfach die KI beim Forza Support melden. Passt schon. Platz da, ich fahre ein Mazda, wobei nicht, ich fahre ein Escort. Kann man die Abkürzung hier noch nehmen, ja. Rennen, Mazda, rennen, bevor der Nordi Tree. Hallihallo, Alpin! Aua. Ich glaube, du musst Alpin Gecko eingeben. Genau. Da kommt Nordi einfach von der Seite. Alter Verwalter. So, das war jetzt aber das zweite Rennen, ne? Ja. Brauchst du eine kurze Pause? Nee. Ich muss jetzt eigentlich nur noch den Blitzer machen und dann hab ich's eigentlich. Echt? So schnell schon? Ja, dann passt das doch.
Und dann habe ich die 40 Punkte zusammen. Dann müssen wir nur für Max nochmal die Prüfung fahren, aber ich würde sagen, das machen wir dann offstream. Ja, das wird sonst, glaube ich, zu langweilig für die Leute, die hier mit. Ja, wir haben es ja quasi schon mal gesehen, aber wir machen es dann mit Max nochmal. Genau. Ja, sehr nett. Hauptsache nicht so viele Randoms. So, Canyonsprung. Ah, okay. Ja, da habe ich doch eben von Max ein schönes Auto für bekommen. Das probieren wir da gleich aus. Oder gesagt bekommen. Ich hatte es ja selber, aber. Wo ist denn der Sprung? Wo kommt man denn da? Wie kommt man denn da nochmal hin? Markier dir den Sprung einfach. Achso, der ja, stimmt. Der gibt dir ja einen Weg dahin. So. Und mich einfach mal hier. Jetzt sich ein Stück Pill. Was willst du sagen? Du, entweder bist du abgehackt oder du redest abgehackt. Ich rede abgehackt. Egal. Muss nicht jeder wissen. Das war irgendwas mit Stück Pizza. Ja, das stimmt. Liegt ganz zufällig auf meinem Handy gerade ein Stück. Hat da jemand gepüttert? Was hab ich? Gepüttert. Was? Als ob ihr den Begriff Pütter nicht kennt. Nee. Ich hab Sauerei gemacht, ja. Oh Mann, ey. 442 Meter. Jo, haben wir. Was? Und wie damit muss man schaffen? Ich glaube 350. 550. Danke, Alpin, für die 100 Bits und ja, eigentlich das Airhorn. Ja, ich mache nächste Woche die Kamera wieder und dann gibt's nächste Woche wieder Billard. Oh Gott, das habe ich jetzt gesagt, dann muss ich das auch machen, ne? Ah. Ja, ich stelle nächste Woche die Kamera ein und dass das alles passt. Und dann gibt's nächste Woche wieder Billard. Komme ich ja nicht drum rum. Bleib mir das auf, kriegst du nächste Woche zwei Kugeln für. Also du weißt, was ich meine, ne? Ja, aber damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende des Streams und für alle, die bei YouTube das Ganze gucken, zum Ende des Videos. Lasst ein Like und ein Abo da auf YouTube. Guckt vielleicht auch mal bei Twitch vorbei. Dann könnt ihr das live sehen. Und so, ich bedanke mich bei Max und NordiB fürs Mitspielen und würde sagen, tschüss. Tschüss. Tschüss.